Ist jetzt mal wieder euer ABO. Ja, eigentlich hatte ich gar kein Video geplant. Mich hat es heute nur rausgezogen. Will hier einen kleinen Spaziergang machen, keine wirkliche Tour oder so. Aber weil jetzt überall Schnee ist und es einfach idyllisch ist, habe ich mir gedacht, nehme ich dennoch ein paar Bilder auf, zeige euch meinen Winterspaziergang. Den Weg geht es jetzt weiter. Das ist alles in Mädchen in der Nähe von mir. Allerdings den Weg kenne ich noch nicht und den werde ich jetzt mal erkunden. Ja, wenn ihr Lust habt, begleitet mich noch ein Stück. Recht viele Abzweigungen immer wieder. Ja, und bisher laufe ich einfach der Nase nach. Ist ja nur mehr oder weniger ein Spaziergang ohne Ziel, ohne Plan. Hier nochmal kurze Entschuldigung wegen der Kamera- und Tonaufnahme. Wie gesagt, ich wollte eigentlich kein Video drehen, deswegen muss ich diesmal das Handy erhalten. Ja, links oder rechts? Hier gefällt es mir besser. Gerade wieder knappe 15 Minuten in Natur. Ich bin schon wieder sowas von entspannt. Also echt unglaublich. Ich will auch schauen, ich hoffe, dass Klima und Show, dass wir bald alles zusammen über Zeit finden. Schon echt lange keine Tour mehr gehabt und das kribbelt schon seit einigen Tagen wieder. Ja, vielleicht soll ich auch einfach mal meine Solo-Übernachtung endlich mal angehen. Ich glaube, ich werde, wenn ich heute wieder daheim bin, mal wieder die Karte von der Umgebung auspacken und ein paar Ziele suchen, wo ich noch nicht war. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich habe auch gar nicht viel dabei. Ein Liter Wasser, das war's. Draußen zu sein. Mal schauen, wo es mich noch hin verschlägt. Ja, hier in der Ecke war ich auch schon mal unterwegs. Fand es im Sommer schon richtig geil hier. Ja, und im Winter ist es nicht anders. Vielleicht hört man es im Hintergrund. Da läuft anscheinend irgendein Bächchen oder irgendwas entlang. Mal überlegen, vielleicht gehe ich da mal entlang und mal schauen, wo es mich hinbringt. Hier läuft auch bestimmt das eine oder andere Mal ein bisschen mehr Wasser durch.
geradeaus meinen kleinen geplanten Spaziergang wird doch langsam so eine richtige Tour. Und seitdem ich diesem Wasserlauf jetzt folge, ja, jetzt geht es halt doch ein bisschen durchs Unterholz durch. Das ganze Abenteuer. Hinführt. Jetzt brauche ich wirklich ein bisschen, dass ich meine richtige Kamera nicht mitgenommen habe, weil ich nicht sagen kann, wie lange mein Handy-Akku hier durchhalten wird. Na gut, so ist es halt mal. Vielleicht geht es hier irgendwann noch mal lang. Der Wasserlauf, dem ich gefolgt bin. Ja, und wo bin ich rausgekommen? Ist auch mal ein Ziel bei einer meiner Touren. Der seltsame Gewölbekeller, der nicht wirklich groß ist. Ah, ist jetzt auch gerade schon wieder ein, richtig zu schneien. Das Waldstückchen, was hier oben erscheint, das kenne ich auch schon. Und ja, ich glaube, ich mache mich da jetzt mal querfeldein, gehe da hoch und gehe da noch ein bisschen weiter wandern. So, bin jetzt wieder im guten altbekannten Waldstückchen. Ich glaube, eine meiner ersten Touren gemacht. Ja, ich habe noch jede Menge Zeit, gerade mal so um 11 Uhr rum. Deswegen geht es jetzt immer noch weiter der Nase nach. Es kann sein, dass ich sogar eine meiner ersten Touren, da habe ich so ein paar Quellen hier aufgesucht. Mal schauen, vielleicht finde ich den Weg ja. Es war gar nichts dabei, keine Karte, nichts. Aber egal. Irgendein schönes Plätzchen werde ich schon finden. Ich muss schon sagen, Wald und Schnee hat schon wirklich was. Das hätte ich blöd mal nochmal. Letzten 2 Tage schon machen können. Heute ist Sonntag. Also ist die Zeit begrenzt, sage ich mal. Aber gut, der ganze Tag liegt noch vor mir. Ja, da habe ich den Teich auch schon wieder erreicht. Eine meiner ersten Touren. Hier mit meinem Rohr in die andere Richtung folgt. Geht es hier hoch. Und da oben kommt dann die Wasserquelle, wo ich schon mal war. Vielleicht schaue ich da einfach gleich auch nochmal vorbei. Aber jetzt mal erstmal eine kurze Rast, trink was, dann geht's weiter. Ja, hier ist die Wasserquelle. Wie gut man sie auf meinem Handy erkennt. Also der Ursprung müsste direkt hier unter der Kiefer liegen. Ja, hier ist so viel Laub, nur dass es nass ist, kaum dass das fließt. Das erste Mal sehen wir hier unten, wo man die Wasserbewegung sieht. Cool, cool. So. Ich werde jetzt ein Stück auf demselben Weg zurückgehen. Also
langsam den Rückweg antreten. Aber mal schauen, welche Route ich nehme. So Leute, ich werde jetzt mal Tschüss sagen an dieser Stelle. Geht jetzt fast nur noch denselben Weg zurück. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer ABO. Ein kleiner Nachtrag. Jetzt ist das letzte Stück hier mal ein bisschen querfeld eingegangen. Und hier ist ein kleines Shelter entdeckt. Definitiv vom Menschenhund. Sehr schön. Ist immer gut, sowas zu finden. Ja, und ich muss weiter grob in diese Richtung.